Hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wie der Hauptschalter vielergängiger Winkelschleifer von Bosch von innen aussieht und wie dieser funktioniert. Bei meinem Winkelschleifer von Bosch funktionierte der Hauptschalter nicht mehr. Beim Betätigen des Hauptschalters war zu erkennen, dass trotz Einrasten des mechanischen Hauptschalters der elektrische Schalter nicht umschaltet. Erst durch deutliches Überdrücken des Hauptschalters schaltete der elektrische Schalter um. Fälschlicherweise ging ich von einem mechanischen Fehler im Inneren des Schalters aus. Ich nahm an, dass Staubeintrag die Funktion des Schalters verhindert. Daher wollte ich einen Weg finden, um den Schalter zerstörungsfrei zu öffnen, ihn anschließend zu reinigen und wieder in Funktion zu setzen. Hier könnt ihr sehen, ob es mir gelungen ist. Zuerst löse ich die beiden Schrauben zur Befestigung des Netzkabels. Anschließend versuche ich mit einem kleinen Schraubenzieher das Schaltergehäuse aufzuhebeln. Da ich nicht weiß, an welcher Stelle das Gehäuse zusammengeklipst ist, versuche ich es ringsherum an allen möglichen Stellen. Nahezu überall lässt sich das Gehäuse um einen kleinen Spalt aufhebeln, fällt aber sofort wieder zusammen. Auf der Seite der Anschlüsse 1.2 und 2.2 bin ich schließlich erfolgreich. Dort bleibt das Gehäuse einen Spalt offen. An diesem Spalt versuche ich es nach mehreren erfolglosen Versuchen zuletzt mit einem größeren Schraubenzieher und etwas Gewalt. Dadurch gibt das Gehäuse nach und bricht auf. Hier könnt ihr das Innere des Schalters sehen. Durch diese drei Nasen wurde das Gehäuse zusammengehalten. Eine davon ist mir am Schluss abgebrochen. Entgegen den Erwartungen ist im Inneren des Schalters nahezu kein Staub oder Schmutz zu erkennen, der die Funktion des Schalters beeinträchtigen könnte. Der Schalter und die Gummilippe ist somit staubdicht. Zumindest bei diesem Exemplar. Der Schalter funktioniert wie folgt. Im Gehäuse ist eine Schaltkontur eingegossen. Mit Hilfe einer Feder wird das weiße Schaltelement stets gegen die Kontur gedrückt. Um den Schalter zu betätigen, muss das weiße Schaltelement gegen die Federkraft und gegen die Schaltkontur in den Endanschlag gedrückt werden. Durch die Kontaktbrücke oben am weißen Schaltelement wird der Stromkreis im Gehäuseoberteil geschlossen. Hier seht ihr die beiden Kontaktpunkte im Gehäuseoberteil. Aufgrund des guten Zustandes des Schalters gehe ich nicht von einer Fehlfunktion aufgrund von Verschmutzung aus, wie zunächst angenommen. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass aufgrund von minimalem Verschleiß an verschiedenen Umlenkpunkten der äußeren Schaltmechanik der Umkipppunkt der Schaltkontur nicht mehr erreicht wird und somit der Schalter nicht mehr umschaltet. Allerdings kann ich das nicht nachweisen. Zum Schluss werde ich versuchen, den Schalter wieder zu schließen. Spätestens jetzt gehe ich davon aus, dass er nicht mehr staubdicht ist. Prinzipiell ist es allerdings möglich, den Schalter zu öffnen und ihn wieder zu schließen. Ihr müsst nur wissen, wo sich die Nasen im Gehäuse befinden. Um den Schalter zu reparieren, ist es nicht notwendig, diesen zu öffnen. Ihr müsst lediglich versuchen, die Schaltmechanik so zu optimieren, damit sie einen längeren Weg macht. Leider habe ich hierfür keine dauerhafte Lösung parat. Falls ihr eine Lösung für dieses Problem habt, könnt ihr es gerne in den Kommentar schreiben. Der Schalter funktioniert nach wie vor. Wenn ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dadurch könnt ihr immer meine neuesten Videos sehen.